In diesem Video möchte ich zwei Züge vergleichen, die sich auf den ersten Blick relativ ähnlich sehen, eigentlich aber sehr verschieden sind. Die Rede ist vom ICE 3 und dem ICE T. Unter ICE 3 meine ich in diesem Video die erste Generation des ICE 3 bzw. auch den ICE M, also den Mehrsystem ICE, damit also die Baureihen 403 und 406. Nicht meine ich den Velaro D, also die Baureihe 407, der hat optisch mit den beiden anderen Zügen wenig zu tun. Mit ICE T meine ich heute in erster Linie die Züge der Baureihe 411, auf jeden Fall nicht die Diesel-ICEs. Starten wir mit den Gemeinsamkeiten. Die beiden ICEs wurden praktisch zur selben Zeit gebaut. Beim ICE T begann der Bau 1996, der ICE 3 wurde von 1997 bis 2006 gebaut. Dementsprechend eint die beiden Züge eben auch das Design, weshalb wir die beiden ja heute vergleichen. Die Designkonzeption der beiden Züge erfolgte vom Designstudio Neumeister in München und fand eben parallel zu dem des ICE 3 und des ICE T statt. Deshalb besitzen auch beide Züge an den Wagenenden je ein Panoramaabteil, von dem man durch die Scheibe direkt in den Führerstand bzw. eher auf die Strecke sehen kann. Ein tolles Erlebnis, wenn der Triebfahrzeugführer die Scheiben nicht gerade auf undurchsichtig eingestellt hat, wie es mir meistens ergeht, wenn ich in diesem Panoramaabteil fahre. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide Züge über Scharfenbergkupplungen verbunden als Doppeltraktion fahren können, was im normalen Betrieb ja auch üblich ist. ICE 3 und ICE T können aber meines Wissens nach nicht miteinander verkuppelt werden, sondern immer nur mit dem jeweils gleichen Zugstyp. Seit dem Redesign der ICE 3 Züge besitzen auch diese ein richtiges Bordrestaurant, wie es der siebenteilige ICE T schon immer hatte. Es hat tatsächlich 15 Jahre gedauert, bis dem schnellsten Zug der DB ein ordentliches Restaurant gegönnt wurde. Zuvor hatte der ICE 3 lediglich ein Bordbistro. Nun zu den Unterschieden. Starten wir mit Zahlen. Der ICE 3 ist mit rund 201 Metern als gesamter Zug deutlich länger als der ICE T mit 184 Metern. Das liegt einfach daran, dass der ICE 3 8 Wagen hat und der ICE T nur 7. Die Wagen selbst unterscheiden sich von der Länge nur minimal. Wo wir schon bei den Wagen sind, ein Unterschied, der recht schnell auffallen sollte, ist, dass der ICE 3 die Türen bis auf die Endwagen immer an den beiden Wagenenden hat. Beim ICE T befinden sich im Vergleich dazu die Türen circa am Ende des ersten Drittels eines Wagens und am anderen Wagenende. Zum Innenraum. Der ICE 3 hat bereits ein Redesign erhalten, wodurch er innen dem ICE 4 ähnlich kommt. Ob für den ICE T in nächster Zeit ebenfalls ein Redesign ansteht, ist mir leider nicht bekannt, könnte aber durchaus möglich sein, obwohl die Züge an sich innen noch recht schön sind. Der ICE T bietet dafür wie der ICE 1 noch einige Abteile, wenn auch nur in der ersten Klasse. Apropos erste Klasse, davon hat der ICE 3 einen Wagen mehr. Er hat im Allgemeinen ca. 80 Sitzplätze mehr als der ICE T, was in erster Linie auf den zusätzlichen Wagen zurückzuführen ist, aber auch sonst ist die Sitzaufteilung in den beiden Zügen verschieden. Ein großer Unterschied ist auch die Höchstgeschwindigkeit der Züge. Der ICE 3 ist der schnellste Zug der DB und fährt damit glatte 100 km/h schneller als der ICE T, der eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin auch 230 km/h aufweist. Der ICE 3 fährt im Wechselstromnetz also bis zu 330 km/h, bei Gleichstrom aber maximal 220 km/h. Der ICE 3 ist außerdem um 40 Tonnen schwerer als sein langsamerer Bruder, hat aber eben auch einen Wagen mehr. Dafür kann er auch unter mehr Stromsystemen fahren, vor allem der ICE 3 M. Ein Vorteil des ICE T, der ja auch nach Österreich verkehrt ist, seine Neigetechnik. Die ermöglicht es ihm, Kurven schneller zu durchfahren und damit auf kurvenreichen Strecken Zeit zu sparen. Der ICE T besitzt 8 Fahrmotoren im Wagenboden, der ICE 3 glatt das Doppelte,
Deshalb wohl auch die höhere Geschwindigkeit. Eine Besonderheit in den ICE-T-Zügen ist der sogenannte Quick-Change-Bereich in den Endwagen zweiter Klasse, der ICE-T-Generationen der ersten Bauserie. Dabei konnten je 8 Sitzplätze, also 2 Sitzreihen, durch Fahrrad- bzw. Skistände ersetzt werden. Im Extremfall hätten auch die Sitzplätze im gesamten Großraumbereich ausgebaut und durch 39 Fahrradstellplätze ersetzt werden können. Je entfallener Sitzgruppe würden dabei 3 Klappsitze an den Fahrradständern gegenüberliegend eingebaut. Bei vollständigem Umbau des Großraumbereichs werden die Klappsitze dann entfallen. Die ICE-3 sind nicht ganz so modular und besitzen auch überhaupt keine Fahrradstellplätze, haben auch nach dem Redesign keine bekommen. Nun denke ich, habe ich die wichtigsten Unterschiede dieser beiden Züge aufgezählt und wir sehen, dass sie bei genauerem Hinschauen, abgesehen vom Design, mehr unterscheidet, als sie verbindet. Solltet ihr noch weitere Unterschiede kennen, dann schreibt diese gerne in die Kommentare und als sonst freue ich mich natürlich wie immer über eure Meinung. In diesem Sinne, bleibt gesund und zu Hause und bis nächste Woche.